Im Zentrum der politischen Aufmerksamkeit steht natürlich völlig zu Recht die Corona-Krise und ihre Bewältigung. Wahr ist aber, dass es auch andere wichtige Themen gibt, und dazu gehört die Reform unseres Wahlrechts. Und wenn einige Teile dieses Hauses glauben, im Aufmerksamkeitsschatten der Corona-Krise dieses Thema einfach aussitzen zu können, dann können wir es ihnen nicht durchgehen lassen. Und deshalb ist diese Aktuelle Stunde heute nötig, meine lieben Kolleginnen und Kollegen. Zur Erinnerung, unser Wahlrecht ist nach wie vor so konstruiert, dass es passieren kann, dass das Haus auf über 800 Mitglieder anwächst. Das wird uns nicht handlungsfähiger machen. Das wird dazu führen, dass die Kosten aus dem Ruder laufen. Und was noch schlimmer ist, die Bürgerinnen und Bürger, die Bevölkerung wird es nicht akzeptieren, dass wir sehenden Auges dieses Problem hier nicht lösen. Wer das Problem des Wahlrechts nicht im Parlament löst, der sorgt dafür, dass das Parlament in der Bevölkerung an Ansehen verliert. Und unsere Aufgabe ist es, das zu verhindern. Und deshalb ist diese Aktuelle Stunde heute nötig, meine Damen und Herren.